Hallo und herzlich willkommen zurück zu Panzerkorps Afrika Korps. Wir haben in der letzten Folge die erste Mission gespielt und werden heute mal in der zweiten Mission weitermachen. Grüßen Sie, meine Herren. Da nun das gesamte Kommandopersonal vollzählig erschienen ist, möchte ich mit Erlaubnis des Herrn Generalleutnants damit beginnen, Sie über unseren kommenden Angriff auf Ras al-Madawa zu informieren. Wie Sie wissen, haben wir Kyrenaika vollständig erobert. Bis auf Tobruk. Und solange Tobruk nicht fällt, sind wir nicht in der Lage, nach Ägypten vorzustoßen und den Suezkanal unter unsere Gewalt zu bringen. Tobruk ist demnach der Schlüssel bei der Lösung unseres logistischen Albtraums. Unsere vorherigen Versuche, die Stadt einzunehmen, waren nicht erfolgreich. Aber dieses Mal werden wir einen konzentrierten und perfekt organisierten Angriff auf einen der wichtigsten Punkte im äußeren Verteidigungsring von Tobruk starten. Den Hügel Ras al-Madawa. Wenn es uns gelingt, dort durchzukommen und den Hügel einzunehmen, haben wir endlich die Chance, mit unseren Panzern weiter vorzustoßen und die gesamte Verteidigung dieser widerspenstigen Zitadelle zum Einsturz zu bringen. Das wird allerdings kein einfaches Unterfangen. Die britische Verteidigung ist sehr stark. Und sie wird zu verzweifelten Gegenangriffen ansetzen. Zudem hat die Luftwaffe mit ihren eigenen Logistikproblemen zu kämpfen und kann daher keine Luftunterstützung zur Verfügung stellen. Aber trotzdem müssen wir obsiegen, meine Herren. Sollten wir nicht erfolgreich aus dieser Schlacht hervorgehen, würden wir die strategische Initiative verlieren und den Engländern die Chance geben, die sie benötigen, um Tobruk gänzlich freizukämpfen. Das kommt jedoch nicht in Frage. Auf in den Kampf! So. Erobern Sie alle Ziele. Wir haben Zeit. Steht denn hier jetzt die Rundenangabe? Sehen wir jetzt hier noch gar nicht. 15 Runden. Um den Erfolg Ihrer Operation zu garantieren, stellt Ihnen das Oberkommando eine Eliteeinheit zur Verfügung. Das gefällt mir immer sehr, weil auch die Tarnung. Haben wir unsere Standardeinheiten, haben wir keine Tarnung. Leider. So, neue Einheitentypen haben wir auch. Wir haben sogar einen Flammpanzer dabei. Naja, den Fiat bin ich jetzt nicht so begeistert davon. Oh, der Flammpanzer ist cool. Jetzt müssen wir mal schauen. Wir müssen hier durchbrechen und das einnehmen. Da müssen wir jetzt auf jeden Fall gucken, dass wir Pioniere bekommen. Hier haben wir ja schon welche. Für diese Bunkeranlagen, die sind am besten dafür. Werden wir auf jeden Fall noch neue dazu kaufen. Kernfelder haben wir 15. Jetzt werden wir erstmal noch Pioniere kaufen. Gleich mit Fahrzeugen. Hier unten haben wir überhaupt keine Pioniere noch. Ne, dann holen wir uns lieber Pioniere. So, wir haben jetzt hier oben haben wir 2. Ist natürlich jetzt die Frage. Lassen wir hier oben 3 Pioniere. Ja, machen wir jetzt so. Die werden wir jetzt mal aufwerten. Und da werden wir auch hier die Elite-Aufwertung machen. Mal schauen, wegen neuen Panzern. Upgraden, Gesamtpreis 13. Das können wir auf jeden Fall verkraften. Okay, Panzer 2. Da werden wir uns was anderes dazu holen. Ja. Holen wir uns gleich den hier. Panzer, Panzer, Panzer. Unsere Artillerie. Da werden wir aber, glaube ich, auch noch eine zweite dazu kaufen. So, was haben wir noch Feines? Unseren Jäger. Okay, die Bomber waren keine Kerneinheiten von der letzten Mission. Und Infanterie werden wir auch brauchen. So, mal gucken, was jetzt hier noch so... Ach, die haben nur die normalen LKWs. Nee. Braucht man nicht. Schauen wir mal hier weiter. Hier haben wir eine Artillerie, da werden wir noch eine zweite dazugeben. Den Sturmpanzer. Die anderen Artillerien hier unten. Ne?
waren, dann brauchen wir mal noch Panzer. Wie viele Kernfelder haben wir denn noch zur Verfügung jetzt? 7. So, und dann auf jeden Fall noch Infanterie. Ich glaube, das waren alle hier unten, ne? Da können wir gar nicht mehr aufstellen. Machen wir den Rest hier oben. Na, dann nehmen wir lieber die normale Infanterie. Werden noch eine unseren Aufklärer. Jetzt müssen wir mal gucken. Einen Flughafen haben wir hier gar nicht. Ne, dann werden wir auch keinen Flieger dazu nehmen. Ist natürlich die Frage, ob der Gegner hier Flugunterstützung hat, aber schaut nicht so aus. Der hat nämlich auch keinen Flugplatz. Dann nehmen wir unseren Panzerjäger. Ja, den nehmen wir dazu. Was haben wir denn noch? Ein Feld. Jetzt müssen wir uns entscheiden. Nehmen wir Panzer, Artillerie oder die Infanterieeinheit. Für die Bunkeranlagen sind ja Panzer sowieso scheiße. Das ist ja klar. Ich glaube, 1, 2. Hier oben haben wir 2 Artillerien und hier unten 1, 2, 3. Komm, wir nehmen die Infanterie. So. Müsste passen. Ja, mehr können wir eh nicht aufstellen. Wir lassen es jetzt einfach mal so. Also, 15 Runden haben wir. Jetzt bringen wir erstmal die Pioniere hier hin. Jetzt müssen wir trotzdem mal gucken, ob wir die vielleicht ein bisschen unterdrücken können. Ne, schaut nicht so aus. Ah, jetzt haben sie noch Artillerie hier. Wir müssen auf jeden Fall schauen, dass wir jetzt irgendwie hier durchkommen. Komm, zerleg diesen Bunker, dass unsere Panzer durchkommen. Müssen wir schauen, dass wir diese Artillerie irgendwie wegbekommen. Hier haben wir auf jeden Fall unseren Flammenpanzer. Ja, ich sag, der Panzer ist herrlich. Da kommt die nächste. Naja, hier sind wir auf jeden Fall durchgebrochen. Und wir werden ja nicht durch alle Linien hier durchbrechen, sondern erstmal nur an einem Teil. Und dann werden wir hier mit unseren Einheiten durchrücken. Denke ich eigentlich, dass das das Beste wäre. Hier versuchen wir jetzt nur durchzukommen. So eine, und da können wir jetzt den Panzer drauf schicken. Also ich finde jetzt eigentlich, dass wir hier wirklich ein breites Stück haben, dass wir hier durchpassen. Hier mein Aufklärer, was ich hier hinten auch noch Bunkeranlagen. So, hier geht er mal nicht allzu weiter hin. Den haben wir noch. Da wird hier oben bestimmt auch noch ein Bunker stehen. So, das reicht. Weiter gehen wir hier nicht vorbei. Was machen wir denn hier? Die lassen wir jetzt auch erstmal. Da unten haben wir noch 2 Aufklärer. Wir schicken trotzdem mal einen dritten mit runter. So, und jetzt müssen wir mal gucken, dass wir hier irgendwie durchkommen. Ach, wir haben hier unten nur einen Pionier. Wieso habe ich jetzt nur einen hier unten, ne? Genau, weil ich gesagt habe, das reicht, glaube ich. Mein Fehler. Ja, wenigstens schon mal gelb. Zwei, sechs. Das war herrlicher Schaden. 7. Aber dann werden hier auch noch Bunkeranlagen kommen. Ach, die eine Stadt hier hinten dürfen wir aber nicht vergessen. So, wie schaut's mit unserer Pack aus? Die müsste sogar... Yes, die hat es zerlegt. Unsere Pioniere auf jeden Fall gleich wieder aufwerten, dass wir die nicht verlieren. Die brauchen wir auf alle Fälle hier unten. Ne? Da haben wir noch eine Artillerie. So, und dann werden wir die hier... Was haben wir hier? 4-3, da haben wir keine Chance. Runde beenden. Weiter gehe ich jetzt mal gar nicht vor. Der Gegner macht nichts. Pioniere 2 von 7. Mal schauen, was das hier für ein Feld ist. Ach, auch ein Bunker. Das ist natürlich bitter, wenn der Flammpanzer keinen Schaden macht.
Tja, jetzt kommen wir hier aber auch nicht durch. Das ist ja ärgerlich. 3 von 5. Ich glaube, die Reichweite, nee, reicht nicht für den hier. Machen wir das einmal so. Wir können aber auch schon keine Einheiten hier weiterziehen, dass wir jetzt an diesem Bunker hier rankommen. 3 von 4, das bringt mir überhaupt nichts. Jetzt werden wir trotzdem mal so hingehen. Das schaut natürlich schon viel besser aus. 4 bleibt noch, können wir jetzt zerlegen. Oh. Können wir. Ich weiß aber nicht, ob wir es schaffen. Yes, da sind wir durch. Jetzt können wir auf jeden Fall hier schon mal ein bisschen vor. Mal ein bisschen einen Aufklärer. Den Panzer bringen wir auch nicht hin. Das ist immer zu gefährlich, dass wir hier zu viel Trefferpunkte kassieren. So, da ist eine Artillerie. Tja, wenn wir jetzt zu nah an den Bunker hinfahren, kassieren wir 5 Schaden, wenn wir Pech haben. Das können wir natürlich auch nicht machen. Dieser blöden Artillerie hier. Und dann trifft er vor allem nichts. Jetzt machen wir es einmal so. Tja, das war wohl überhaupt nichts. Das war überhaupt nichts. 4-2, das bringt mir auch nichts hier. So ein Aufklärer. Ja, ich glaube, den schicken wir doch mit nach oben. Pioniere überlebt noch ein bisschen. So. Den einen Schadenspunkt hätte er auch noch abziehen können. Jetzt schicken wir trotzdem mal erstmal unseren Aufklärer hin, der mal ein bisschen hier aufdeckt. Was ist mit dieser Stadt hier hinten? Weiß jetzt auch keiner, wie viele Einheiten hier stehen. So, was haben wir denn hier? Ich denke mal, 2 Pioniertruppen müssten hier reichen für den. Wir kommen aber jetzt irgendwie an dem hier unten nicht vorbei. Müssen wir jetzt mal so machen. Ah, da haben wir noch Pioniere. Ja, so lassen wir das auch. Die Artillerie mal draufhämmern. Eins zu 5. Naja, hätte man jetzt was Besseres erhofft. Kassieren wir schon einiges. 4 zu 2. Nee. Glaube ich, machen wir nicht. Jetzt ziehen wir mal den Panzer hier durch. Mit dem Panzer greifen wir erstmal gar nicht an. Den lassen wir so. Den lassen wir auch so. So, wie kriegen wir jetzt diese Artillerie hier weg? Ich glaube, jetzt war ein Fehler. Stehen wir zwischen 2 Bunkeranlagen hier drin. Wenn wir wenigstens nur die eine hier wegbekommen würden, das wäre super. Ne. 3 Punkte bleiben noch. Man kommt aber hier auch schon nicht vor. Da das eh keine Kerneinheiten sind, können wir es auf jeden Fall opfern. Dass hier der Durchgang mal ein bisschen breiter wird. 3 zu 2. 2 zu 2, den können wir hier reinbringen. Die können wir dann später erst erobern. Das lassen wir jetzt erstmal so. Oh, mein Flammpanzer möchte ich aber nicht verlieren. Aber jetzt werden sie bestimmt draufgehen, oder? Nein!
Yes, wir haben unsere Pioniere hier unten verloren. Na super. Müssten wir auf jeden Fall gleich wieder welche dazu kaufen. Pioniere, Pioniere. Ohne LKW, weil die setzen wir nämlich gleich hier unten ein. So, wen kratzen wir jetzt mit unserer Artillerie hier an? Probieren wir erstmal den Bunker hier. Da sind wir wenigstens aber schon mal durch. 3 zu 2. Ich glaube, hier wird es sehr schwierig durchzukommen. Jetzt, wenn halt der noch weg wäre, wäre es schon besser, weil dann wäre es wirklich breiter. Hier bleibt noch 3, dann können wir hier auch mal weiterziehen. Ja, ohne Pioniere ist das kacke. Ach, da hinten ist auch noch einer. So, den mal hier durch. Den ziehen wir gar nicht weiter. Ja, müssen wir mal schauen, hier oben mit diesem blöden Panzer. Naja, okay, den Bunker bekommen wir jetzt zum Beispiel auf jeden Fall und dann haben wir schon mal das eine Feld hier oben eingenommen. Passt. Aber ich denke halt, dass hier eine Großmacht noch drin steckt. Und vor allem mit solchen Trefferpunkten kommen wir halt auch nicht weit. Das sind Anno-Bunker. 3 zu 4. Das ist super. Das hast du super gemacht, Artillerie. Das ist wirklich gut. Der Panzer ist schon mal weg. Ja, die Frage ist, was wir halt jetzt hier nach unten ziehen. Jetzt kommen wir auf jeden Fall ohne Probleme hier nach unten. Ne? Jetzt bräuchte man trotzdem mal ein bisschen unseren Aufklärer, was hier unten denn alles so drin steckt. Okay, so viel ist es gar nicht. Ich hätte es mir jetzt eigentlich schlimmer vorgestellt. So, Pioniere, wo kommt ihr hin? Unser Aufklärer hier hin. Na super. Und da gleich viel zu nah ein Gegner. Den werben wir erstmal auf. Also hier oben passt es eigentlich. Hier unten, ja, mal gucken. Aber wir sind ja eh erst in Runde 4, von daher geht's noch. Na prima. Wir haben unseren Pionier verloren. Ich hätte jetzt eigentlich nicht gedacht, dass der hier durchzieht. Ne, wir haben unsere Artillerie verloren. Oder warte mal, wir hatten hier unten, glaube ich, 3. 1, 2, 3. Was haben wir jetzt hier oben verloren? Wir haben unsere 3 Pioniere noch. Ah ja, hier habt ihr es. So einen MG-Trupp haben wir unten verloren und auch noch eine Kerneinheit. So, den können wir auf jeden Fall wegziehen, weil der wird zu uns drauf gehen. Ja, unseren Flammenpanzer hier unten hat er auf jeden Fall einen besseren Zweck wie hier oben. Jetzt, wenn wir natürlich die vernichten könnten, wäre super. 4-1. Wird man schon einen Deckel bekommen mit denen hier. Aber was anders könnte man jetzt eigentlich eh nicht machen. Kriegen wir die noch weg? Schaut nicht so gut aus. Das bringt mir auch nicht viel.
Oh, 6 ist ein herrlicher Treffer. Der Panzer schon mal weg. Jetzt mal die mal ein bisschen aufwerten. 65 Punkte gleich wieder kostet es. 2-2. Wenn wir Glück haben, könnte man es schaffen, aber nur wenn wir Glück haben. Wir werden es probieren. Naja, ein Punkt, den könnte man mit dem hier schaffen. Und da war es. Dann ziehen wir den aber gleich wieder zurück. Den lassen wir auch so, keine Kerneinheit. Den lassen wir hier oben jetzt mal stehen. Die Artillerie lassen wir auch hier. Ja, wie kriegen wir diese blöde Artillerie hier weg? So, der ist Gott sei Dank endlich mal weg. Dann können wir den hier hinter verfrachten. Der braucht Munition. Den könnten wir jetzt auch mal weiter schicken. Nur die Frage ist, wohin? Den mal zurück. Ja, wir können unsere Artillerie nicht weiter schicken hier. Wir würden die voll... Ja, wir bringen es jetzt einfach mal dahin. 4-2, den warten wir jetzt auch mal noch. Eine Einheit könnte man noch dazu kaufen. Pioniere, Gebirgsjäger, Grenadierinfanterie der Wehrmacht. Was nehmen wir denn? Panzerabwehr, Aufklärung. Gebirgsjäger, Schaden gegen Infanterie 5. 3. Und 127, die kosten eigentlich gleich. Jetzt vergleichen wir mal hier. Ja, da werden die Grenadiere doch besser und die werden wir jetzt auch holen. Komm, die haben wir eh verloren. Die setzen wir hier unten mit ein. Hier oben sind wir durch, oder? Ja, Runde beenden. Lass mein LKW in Ruhe. Ha! Versemmelt. Das war wohl nix. So, der hat sich leider wieder aufgewertet hier. So, zieh dich weg und ich hoffe, ich komme mit denen hier rein. Ne, der zieht sie natürlich nicht weg. Dieser Sack. Mist. Jetzt mal schauen, was hier unten noch so alles steht. Jetzt mal mit hier langsam mal vortasten. Wenn er denkt, unsere Panzer sind aber schon so angeschlagen. Naja, aber ihr seht selber, so viel steht hier in der Oase oder Stadt oder was das hier sein soll überhaupt nicht. Kommt, zerlegt ihn bitte. Nein! Kacke. Ja, okay, unseren Panzer werfen wir jetzt erstmal nicht auf. Da werden wir jetzt mal schön geschmeidig hier oben. Oh, da oben sind auch noch welche. Dann müssen wir dann trotzdem, ich glaube, dass wir die Infanterieeinheit mit der hier als Unterstützung hier lassen. Schauen wir erstmal, dass wir die Artillerie wegbekommen. So, komme ich hier hin? Nee.
Na, da komme ich nicht in Reichweite. Dann schießen wir lieber erstmal und ziehen uns dann zurück. Jetzt hoffen wir mal, dass wir hier hochkommen. Nee, schaut auch nicht so aus. Mit dem kommen wir hier hoch. Jetzt gehen wir mal mit denen hier vor und die Pioniere nach. Warum haben die eigentlich nur so eine kurze Reichweite? Mal gucken, was hier hinten noch alles steht. Naja, ein bisschen was steht noch, aber ihr seht, wir sind erst in Runde 6 von 15. Von daher mache ich mir jetzt überhaupt noch keinen Kopf. Wir haben noch nicht einmal die Hälfte. Ich will nur den meinen Panzerjäger verlieren. Da auch nur Panzer. Und vor allem will ich meine Elite-Panzer nicht verlieren. Jetzt reißen sie aber gescheit auf der Gegner. Keine Kerneinheit, egal. Das ist egal, wenn es keine Kerneinheit ist. So, der hat sich wieder aufwerten lassen. Das wird schon fast, dass wir hier in diese Stadt hier reinkommen, ey. Ne, werb mal lieber auf. Den werb mal auch auf. 4 zu 2, was haben wir hier? 4 zu 6. Kommt unsere Artillerie irgendwie hin? So, die bringen wir jetzt auch mal gleich hier weiter. Na, das bringt mir nichts. Jetzt machen wir es einmal so. Bleibt noch 7. Okay, 2 bleibt noch. Das kriegen wir dann auch hin. Also ihr seht selber, das ist nicht mal allzu viel. Das haben wir gleich. Hier werden wir auch schnell reinkommen und dann bleibt ja nur noch das hier. Nur was machen wir jetzt mit Pioniere? Okay, wir wissen aber nicht, was hier in dem Bereich noch steht. Oh, nichts weiter. Ne, das hätte ich jetzt nicht gedacht. Das hätte ich ja wirklich nicht gedacht jetzt. Aber dafür wird es hier jetzt blöd, hier durchzukommen. Den mal aufwerten lassen, den auch mal aufwerten lassen. So schauen, dass wir irgendwie hier in die Nähe reinkommen. Das passt, Runde beenden. Also unser Elite-Panzer hat überhaupt nicht viel Chance gegen den hier unten. Ne? Oh, Flammpanzer, das war ein herrlicher Schaden, 5. Das ist super. Ein 5er Schaden. Und jetzt hat unsere Artillerie keine Munition mehr. Nein. Ich habe einen Fehler gemacht, ich habe Runde beendet, ich Depp. Aber seht ihr selber, wie schnell das geht, wenn man hier aus Versehen in der Schnelligkeit rumdrückt. Ich wollte die Einheit aufwerten und drücke jetzt auf Runde beenden Button. Naja. Das werden wir schon irgendwie schaffen, jetzt noch mit einer Runde zu wenig. Yes. Hier sind wir schon mal frei jetzt. Da unten ist nichts. Schon mal gleich weiterziehen. Jetzt wollen wir mal gucken. Hier haben wir nur noch 2. Die Stellung gehört auch uns. Ah, jetzt hier auch noch ein Bunker.
Auf jeden Fall ganz wichtig, erstmal unseren Panzer aufrüsten. Das wäre schade, wenn wir den verlieren. Das machen wir aber gleich auf Elite. 260. Rücken den Panzer hier durch. Zu 2. Nee, riskieren wir lieber nicht. Den müssen wir jetzt mal leider wieder abziehen hier. Ja. Super wäre es halt, wenn wir jetzt erstmal diese Artillerie irgendwie wegbekommen. Wir kommen aber hier auch schon nicht hin an den Gegner. Die jetzt mal weg. 2-1. Nee. Ja, die Einheiten sind halt einfach wirklich zu sehr angeschlagen. Aber ich will jetzt auch nicht das ganze Prestige raushauen. Lass meine Artillerie. Ja, wir werden doch jetzt wohl diese Ziele hier nur einnehmen. 5 Runden haben wir dann noch. So. Zu hämmern hier mit Artillerie, der hat jetzt auch gleich keine Munition mehr. So, 1 von 3. Kommt ihr in die Stadt rein? Ja. So, und jetzt mit unserem Panzer noch. Da werde ich aber meinen Panzer ganz gewiss hier nicht reinziehen. Das werden wir dann schon irgendwie einnehmen hier. Jetzt gehen wir mal mit dem. Die Artillerie werden wir mitnehmen. Ja, da werden wir dann die Infanterieeinheit oder was vorziehen. Nein. Mensch, was machen wir denn hier jetzt? Oh, da ist auch noch ein Gegner. Vor allem so viele Trefferpunkte. So, und dann bleibt hier noch 5. Vielleicht haben wir jetzt bessere Chancen. 3-1. Zwar noch nicht so, aber es passt schon mal. Das lassen wir auch so. Jo, mehr machen wir jetzt erstmal gar nicht. Halt. Den ziehen wir auch hier weg. Das sind alles keine Kerneinheiten, so können wir wenigstens die mal ein bisschen beschützen. Die können wir jetzt auch mal hier runterziehen. Ich glaube nicht, dass der Gegner von hier oben noch kommt. So, und jetzt müssen wir mal schauen, dass wir hier irgendwie rankommen. Artillerie ist weg, das ist schon mal super. Dann ziehen wir jetzt mal unseren Panzer hier rein. Wir haben aber irgendwie fast überhaupt keine Infanterieeinheit hier oben. Fällt mir gerade so auf. Jetzt müssen wir mit unserem Panzerjäger Infanteristen angreifen. Dann treffen sie nicht einmal was. So, den mal ein bisschen aufwerten. Den ziehen wir weg. Da haben sie keine Munition mehr. So, Runde beenden. Wie lange kämpfen wir jetzt hier an diesem Panzer hier schon rum?
Ja, die Pioniere werden wir jetzt auch wegziehen. Die ziehen wir jetzt alle mal weg. Die ziehen wir weg. Werben wir nicht auf. Da habe ich jetzt keinen Bock dafür. Vor allem haben die Munition hier gar nicht auffüllen lassen. So, und von der Infanterieeinheit brauchen wir jetzt eigentlich auch keine Sorgen machen. Die lassen wir auszustehen. Wir müssen jetzt schauen, dass wir hier durchkommen. 3. Scheiße. 5-0 wird mir hier kassieren. Naja, wir haben eh noch ein paar Runden. Der kann in der nächsten Runde von mir aus hierher ziehen. Das ist mir egal. Wir lassen das so. Die Artillerie kriegen wir auf jeden Fall schnell weg. Dann werden wir mal die hier noch mit herziehen. Die kann er dann Unterstützung leisten. Unseren Flammpanzer bringen wir mal hier hin. Und genauso wie die Artillerie bringen wir auch hier hin. Wir kriegen diesen Panzer nicht weg. Aber jetzt ja. Endlich ist er weg. So, den mal hier wegziehen. Was haben wir hier? 2-1. Also auch nicht wirklich so eine gute Chance. Unsere Pioniere ziehen wir weg. Den ziehen wir hier hoch. Wir haben natürlich jetzt unser Feld hier unten offen stehen lassen. Was mache ich denn? Lassen wir so. Ja, wir können jetzt wirklich nur hoffen, dass jetzt hier nicht nur irgendwo Gegner hier unten durchziehen. Dass die... Nee, da müssen wir irgendwas zurückbringen. Da habe ich einen Fehler gemacht jetzt hier. Das Feld müssen wir auf jeden Fall beschützen. Da weiß jetzt nicht, warum ich hier die Einheiten jetzt weggezogen habe. So, Artillerie muss weg. Und hier haben wir es weg. Wenn ich jetzt hier vorgehe... Okay, die könnten wenigstens noch ein bisschen eine Chance gegen den Bunker hier haben. Dann lassen wir die jetzt mal so. Wir haben jetzt eigentlich alles eingenommen. Wollte ich jetzt auch nicht. Ich wollte die Prestige eigentlich noch mitnehmen. Können wir jetzt eigentlich... Na, das haben wir noch. Noch schnell die Einheiten ein bisschen zerstören. Zwei Punkte, das müssen wir mit dem Panzer jetzt schaffen. So, die bringen wir gesichert hier ein bisschen rein. Decken hier zu, dass da keiner hin kann. Zwei. Hier sind wir auch sicher. Jo, das war dann die zweite Mission. Ihr seht, hier eingenommen, da eingenommen. Das hier alles eingenommen und das hier oben. Aber wie gesagt, jetzt haben wir halt leider Runden verschenkt wegen unserem Prestige. Aber hier haben wir unseren entscheidenden Sieg. Genauso wie wir es haben wollten. Gratulation zu diesem exzellenten Resultat, Herr Generalleutnant. Super. Auf jeden Fall werden wir dann in der nächsten Folge in Mission 3 weitermachen. Und da werden wir wirklich alle Runden auch ausnutzen, dass wir pro Runde unsere Prestige hier mitnehmen. Das finde ich jetzt wirklich ärgerlich, warum ich hier jetzt auf das Feld gefahren bin, dass wir alles einnehmen. Ja, aber wie gesagt, so in der Hektik, wenn man hier ein bisschen alles schnell rumdrückt, macht man einfach seine Fehler. Wir haben es Gott sei Dank, ihr habt es ja gesehen, dass wir auch eine Runde übersprungen haben aus Schnelligkeit. Wollte ich ja eigentlich auch nicht. In der dritten Runde werde ich es besser machen. Euch noch einen schönen Tag. Bis zum nächsten Mal. Tschüss.